So, hallo, wir machen weiter bei Super Mario Maker 2. Das letzte Mal haben wir eine Super Expert Challenge gespielt und dabei ein Level gesehen, was ich nochmal spielen wollte. Aber es hat dann nicht geladen. Es hat jetzt bestimmt 2 Minuten gedauert, bis es geladen hat. Jetzt ist es aber endlich da und jetzt können wir das Ganze einmal ausprobieren. So geht's nicht. Ja, ich habe schon so eine grobe Idee, wie das geht. Ich muss das auslösen. Aber ich muss, glaube ich, erst an den Block ran. Ich muss erst den Block ran. Dann das hier rüber. Genau. Und dann über die P-Switches. Richtig. So. Aber das ist halt nichts. Das ist halt nichts, was man in der Challenge spielen möchte. Wenn man schlecht ist, zumindest. Aber jetzt möchte ich es gerne ausprobieren. Dieser Anfang. Nein, diese Stacheln. Nein. No. Ich gehe zu bald rüber. Das darf ich nicht. Okay. Sieht schon besser aus. Ah, und jetzt kommt die Spinning Solutions. Okay. Wobei man da wahrscheinlich auch noch... Na, ich glaube, ich muss wirklich spinnen. Ich weiß halt auch nicht, wie knapp die ganze Geschichte ist. Yo! Okay, es geht. Geht klar. Ja, wie viel Leben hätte es jetzt gekostet in der Challenge? Schon zu viele, ne? Deswegen haben wir das lieber. Und in der Challenge wäre ich aufgeregter. Das kommt noch mit dazu. Hier ging das klar. Okay. Gut. Gut. Das war das. Interessant, dass es Spinning Solutions heißt, obwohl man genau einmal Spin jumpt. Aber naja, okay. Es hat gerade echt ewig gedauert zu laden. Ich weiß nicht, warum. So. Ich würde mir gerne Ghost Rose Gauntlet auch nochmal angucken. Das ist das Level, was uns am Ende rausgekickt hat. Aber da hatten wir auch nur noch ein Leben. Deswegen, ja. Ist halt so, ne? Kann man halt nichts dran ändern. Meine Idee war ja, irgendwie hier hochzukommen. Yo, das geht halt einfach. Und dann kamen aber hier ja so Blöcke. Okay, man muss hier über die Blöcke jeweils. Gut. Ist ja schon mal gut zu wissen. Das Problem ist, ich sehe halt hier nicht. Ja, das ist halt ein echt dummer Blind Jump. Das ist nicht schön. Das ist überhaupt nicht schön gebaut. Oder sehe ich irgendeinen Hinweis nicht? Naja, das ist komplett dumm gebaut. Das ist komplett dumm gebaut. Es scheint, ich probiere mal ohne zu drehen, zu gucken, ob ich da genau drauf lande. Aber das weiß man dann halt vorher auch nicht. Na, auch nicht ganz. Einmal drehen sollte ich mich wohl schon.
Dann komme ich ganz gut hin, denke ich. So. Ja, einmal drehen, dann kommt man ganz gut hin. Ah, ich liebe solche Dinger. Also, nicht. Bin ich immer zu doof, den richtigen Ansatz für den Spin-Jump zu bekommen. Bei Speedrunnern sieht es immer so einfach aus, aber ich krieg's immer nicht hin. So, das sollte passen. Gut. Gut. So viel dazu. So, jetzt sollte es aber passen. Jawohl. Ich hätte noch mal drehen sollen. Ich hätte noch mal drehen sollen. So. Nein, ich habe nicht den Sprung erwischt. Sprung. Tuck, 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 tuck. Was tue ich denn? Ach, Mensch. Es könnte knapp werden, passt aber, okay. Ich krieg den richtigen Moment immer nicht rein, das gibt's doch nicht. Ich krieg einfach den richtigen Moment immer nicht hin. Ich mach lieber noch einen. Ja, okay. War wieder zu viel. Das war der eine zu viel. Ach, komm schon. Ich krieg's nicht hin. Ich krieg das Timing nicht hin bei solchen Pflanzensprüngen. Das gibt's doch nicht. Oh, yes. Bitte nicht noch mehr so Pflanzenkacke. Yo, hi. Nein. Wie unfähig kann ein einzelner Mensch sein? Muss ich wieder die Pflanzen spielen? Ah. Will das nicht. Das will ich doch gerade eben nicht. Oh, wieso habe ich den Bum-Bum verhauen? Oh. Wieso habe ich denn jetzt Bum-Bum verhauen? Oder eben nicht verhauen. Nein, 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 nein. Ich hab's irgendwas hat mir gesagt, es reicht nicht. So, jetzt reicht's aber. Gut. Also dieses Timing hier ist schon so eine ganz spezielle Geschichte auch.
Okay. Oh, wartet mal. RIP. So macht man das. So spielt man Bum Bum. So und nicht anders. Jawohl. Ach, blöder Bum Bum. Alles klar. Soll ich es probieren? Nein. 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 Man muss nicht jeden Mist machen. Okay. Was ich jetzt noch starten möchte, ist ein No-Skip Expert One. Ich glaube, wir haben den noch nicht No-Skip gespielt. Ich glaube, wir haben den immer nur mit Skip gespielt. Kann das sein? Bin mir nicht sicher. Wir machen ein No-Skip Expert One. Da hat man ja auch nur 15 Leben. Oh Gott. Und das muss ich jetzt spielen. Richtig cool. Ja, und da bin ich wieder am Anfang. Nice. Yo, da ist ein Checkpoint direkt, okay. Aber ich muss bis ganz darunter. Geht gar nicht anders, okay? Nice. Nein! Ah, oh, das hätten wir haben können. Das hätten wir haben können. Den Checkpoint hätten wir haben können. Ach, das geht in die andere Richtung. Das sehe ich jetzt. Oh mein Gott, das geht in die andere Richtung. Das geht nach au. Oha. Das geht nach außen. Das habe ich gar nicht wahrgenommen. Dann geht es doch nicht so einfach. Ich konnte nicht wechseln. Oha, da muss ich über die kleinen Dinger gehen. Igitt. Unangenehm. Na, oh, jetzt ist er da hängen geblieben. Ah, oh, ist das furchtbar zu steuern. Eieiei. Okay. Uff. Es ist halt nicht wie eine Wand. Es funktioniert halt ein bisschen anders wie eine Wand, weil man so hängen bleiben kann. Okay. Checkpoint. So, ich kann direkt darüber. Und dann habe ich keine Ahnung. Kann ich da einfach oben durch? Irgendwas muss doch hier sein. Hä? Soll ich jetzt einfach da einen Sprung runter machen? Oder was will mir die Spur sagen? Eieiei. Okay. Das war ja schon mal ein toller Start. Ja, die Verrückten spielen das in 9 Sekunden. Alles klar. Second on off switch one. Ich bin begeistert. Da geht's in die Röhre. Okay, was ist der Weltrekord? 20 Sekunden ist der Weltrekord. Dann ist die Zeit sehr, 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 sehr freundlich. Okay, sehr schön. Sehr schön, sehr gut zu wissen. Da muss ich mich nicht abhetzen. Uff.
dann ist die Zeit übertrieben freundlich. Oder es hat jemand eine Abkürzung gefunden. Das kann natürlich auch sein. Ja, du hast mich, freu dich. Ah, trollen muss er auch noch zwischendrin, der Kollege. Oder ist es überhaupt ein Kollege, der es gebaut hat? Jesse JV könnte ein Kollege sein, vom Bild her. JV, sage ich schon, JW natürlich, stand da. Oh, was ein Quatsch. Oder man hat irgendwo, kann irgendwo wahrscheinlich... Okay. Wait. Ja. Ja, hä? Also so und dann so. Ah, Mist. Ja, und jetzt? YOLO? Okay, da ist die Röhre. Whatever. Das ist dumm gebaut. Sorry, Jesse, aber das ist dumm gebaut. Das ist komplett dumm gebaut. Oh. Was mache ich denn? Es ist ja nicht so, dass wir eine Challenge spielen. Oh Mann. Das waren zwei komplett unnötige Tode. Aber komplett. So, wo war jetzt diese komische Röhre? Irgendwo da. Nice. Alles klar. Das Ding war so dämlich gebaut, ich habe keine Worte für. So. Crazy. Gegen die Zeit automatisch. Tschüss Auto. Ich hoffe, ich brauche dich nicht. Theoretisch fahre ich immer noch mit dem Auto. Das ist, ja, toll. Okay, Weitsprung da oben und wir sind safe. Sollte gehen, oder? Weitsprung von da oben und wir sollten safe sein. Aber wenn ich es mit dem Auto bis dahin schaffen sollte, wäre das noch viel besser. So viel dazu. Bruch. Okay. Okay. Nein! Der soll da drauf landen und nicht die ab kaputt fahren.
Das funktioniert ja großartig. Der springt halt. Bin ich zu doof zu springen oder das Auto? Ich weiß es nicht. Aber wir haben das Ziel schon gesehen. Das ist bitter. Jetzt macht. Jetzt hat das nicht gemacht. Oh. Ich will Power Up. So, jetzt guck. Ich weiß halt nicht, ob ein Weitsprung. Ich werde wahrscheinlich voll in Bowser drin landen, ne? Ich habe gar nicht gesprungen. Ich bin gar nicht. Ich habe eigentlich gedrückt. Scheiße. Letztes Leben. Ah, die Challenge endet schneller, als ich dachte. So, kriegen wir es irgendwie dahin, jetzt darüber zu kommen mit dem Auto? Nein. Alles klar. So, kurz Weitsprung testen. Das ist der Weitsprung. Warum hat es gerade nicht funktioniert? Komm schon! Ne, da lande ich voll drin. Scheiße. Ah, okay. Die Stage sieht mich nochmal. Die Stage sieht mich nochmal. Die Stage sieht mich nochmal. Erstens, um sie schön negativ zu bewerten. Zweitens, um sie zu zerstören. Was ein Bullshit. Huch. Go straight. Warte. Wenn ich nichts mache, passiert. Geht es dann oder wie oder was? Ja, aber der springt davon selber schon gar nicht. Ja, jetzt springt er von selber. Ja, und jetzt ist klar, dass ich jetzt mit dem Auto durchkomme. War es jetzt ein First Try? Nachdem ich über 10 Leben mit dem Scheißding... Nee, Mann. Was soll das denn? Das ist doch dumm. Das ist doch dumm. Okay. Das wollte ich nicht. Spielen wir kurz noch zwei neu oder so? Wir haben noch ein bisschen Pokémon. Ja, let's go. Pokémon 1, get your Pokémon. Dann getten wir mal unser Pokémon. Erstmal getten wir unseren Pilz. Dann gehen wir wohl auf Wanderung. Das ist kein Pokémon, was ich brauche. Da ist mein Pokémon. Hab mein Pokémon gekettet. Sickes Level. Ja, natürlich war ich nicht Erster. Hol ich mir aber den Weltrekord. Wenn ich schon nicht Erster bin. So. Wenn ich schon nicht Erster bin, hole ich mir den Weltrekord. Ganz simple Geschichte. Aber nur kurz. Der ist gleich wieder weg. A dog, no, a cat, no, Mario. Ah, a cat. Oh, Dan, bitte. Was machst du denn? Super, Dan.
Ich weiß ja nicht, ob das so super ist, was du gebaut hast. Ich sehe ein Koopa-Car. Ich empfinde Hass. Yo! Okay, den muss ich sicherlich für den Schlüssel besiegen. Bleib halt da. Dankeschön. Okay, Katze. Wait, ich muss überhaupt... Ich bin fertig. Ich bin ja fertig. Habe ich gar nicht gesehen. Was war das jetzt? Was hatte der Levelname? Der Level... Ah, oh, ich war nicht erst. Ich könnte kotzen. Der Levelname hat überhaupt keinen Sinn ergeben. Nein, hau nicht ab. Das macht meine Zeit kaputt. Ach, halt doch die Fresse. Aber das ist jetzt halt schon wieder eine Kackzeit, ne? Das war falsch. Kann ich ihn direkt auch einfach an... wenn ich ihn direkt anfahre, mache ich ihm auch nicht so viel mehr Schaden, ne? Ich glaube, mit der Blume geht es schneller. Das wollte ich nicht. Ja, und jetzt? Wie sollen wir den jetzt noch besiegen? Richtig, gar nicht. Cool. Das heißt, wenn ich die Blume verkacke, habe ich eigentlich keine Chance mehr. Ist ja toll. Oh, bleib doch da, Mann. Ah! Du machst meine Zeit kaputt. Doofkopf. Nein, ich hab's... Oh, bin ich hängen geblieben. Okay, das ist aber auch kein schönes Level, um den Rekord aufzustellen. Das ist viel zu random basiert, was Bowser macht. Man müsste den so smashen. Also, Quatsch. Jetzt hat jemand das in 12 Sekunden geschafft. Was? Okay, wie? Okay, das ist ja jetzt schon sick, der Rekord. Ja, dann kriege ich halt weder Rekord noch Erster. Meinetwegen. This is more satisfying. I love SMM2. ...999! Mindestens! Wenn da keine 50er dabei sind, weiß ich auch nicht. Ist das sein Scheiß Ernst? What? Das sind doch keine 999 in dem Raum, oder? Okay. Ja, wait, wo geht's? Achso, da geht's weiter. Ah, und da ist dann das Ziel schon. Mist. Ich komme nicht mal ansatzweise hin jetzt. Und vor allem, oh, guckt euch mal an, wie man zum Ziel kommt. Wahrscheinlich gibt es genau 990 Münzen und das ist die letzte. Okay, ich wollte gucken, ob man hier sterben kann. Aber hier kann man sterben, ja. Also zum Ziel kommen ist nicht schwierig.
Wait, was ist denn hier eigentlich? Sind da auch nochmal Münzen? Nein, da geht's nur zu den Leben. Was soll denn der Quatsch? Aber sind das jetzt alle 900 oder wie viel sind hier denn an Münzen? Das ist ja komplett dumm. Wenn ich da jetzt nicht Erste werde, raste ich aber aus. Ich spekuliere darauf, dass keiner darauf Bock hat. Und dann werde ich Erster. So, wenn noch ein paar in der Luft sind, kann ich mir auf dem Rückweg holen. So, 500 haben wir schon. Das ist deutlich mehr, als wir vorhin am Anfang hatten. Jetzt weiß halt nicht, ich nehme die mal lieber noch mit. Dann kann ich drüben anfangen rumzueideln. So, die gehen ja schnell. Die paar da, die da jetzt noch in der Luft sind, die gehen ja schnell weg. So. So, jetzt kommen wieder ein paar mehr. Weil wir da noch nicht ganz so fleißig waren. Aber wir nehmen die mal alle mit hier. Ich will vor allem in dem Zwischenraum jetzt nicht allzu viel mitnehmen müssen. Ich hoffe, der hat nicht hier exakt... also hier nehmen wir auf jeden Fall alle... Nein! Oh, jetzt bin ich da rein. Ja, gucken wir halt mal. Ich glaube nicht, dass da insgesamt 990 sind. Der hat schon ein paar mehr, hat er, glaube ich, schon. Nein, ich komme nicht zurück! Ich komme nicht zurück! Das habe ich nicht gesehen. Oh nein! Oh no. Oh no, wir haben es verkackt. Ich komme nicht zurück. Das habe ich nicht wahrgenommen. Das habe ich nicht wahrgenommen. Und ich glaube, es sind tatsächlich genau 990, die er hier versteckt hat. Ach, geh mal. Geh nach Hause. Auf wie viel komme ich jetzt? Das reicht nicht. Scheiße. Es reicht um 10 Stück nicht. 14 meine ich. Oh, nochmal. Hat schon jemand abgeschlossen? Nein. Bitte haut mich nicht. Gerne ein paar mehr auf einmal mitnehmen. So. Glaubst du, geht es immer noch schneller? Ich weiß es nicht. Aber es sollte jetzt gar nicht mal so schlecht gelaufen sein hier. So. 611. Diesmal nicht in die Tür gehen. Ich hab das nicht mehr gewusst, dass ich direkt runterfalle. Das war mir nicht bewusst. Ich hätte ja hier noch viel mehr Münzen mitnehmen können. Das war ja richtig blöd. Jetzt nehmen wir hier aber alles mit, was wir kriegen können. So, jetzt ordentlich runterfallen. Okay, ich habe keine liegen lassen. Sind halt echt, guckt euch das an, wie viele Münzen wir... Es kommt halt genau auf die Anzahl zusammen, das ist ja unglaublich. So ein Hund.
So ein dämliches Level. Wenn ich jetzt sterbe, raste ich aber aus. Mein potenziell kann ich nicht mehr sterben, wenn ich nicht komplett dumm bin. Hier kann ich ja gegen die Wand laufen, haben wir ja gesehen. Ich darf mich halt nur nicht zwischendurch bewegen. So, okay, das war's. Was ein Quatsch. Wenn ich jetzt nicht den Rekord oder Erster habe, dann kriege ich hier gleich Zustände. Alles klar. Was ein Blödsinn. So, noch ein kurzes Neu. Ist das kurz? Keine Ahnung. Wir gucken rein. Pyramid. Pyramid. Toller Levelname. Hat bestimmt sich noch kein anderer ausgedacht. Da ist die Pyramide. Was ist hier? Ein Leben oder was? Was ist das denn alles hier? So, ist da jetzt ein Leben? Ah, alles klar. Useless! Ah. Gut habe ich das gemacht. Okay, neuer Anlauf. In die Pyramide. Ich wollte eigentlich eine Shell mitnehmen, aber egal. Yo, that escalated quickly. Das sah von außen an. Das sah, oh mein Gott. Das hat von außen freundlicher gewirkt, das Level. Nein. Uff. Okay. Okay. Ja. Wä? Wie habe ich das denn zu verstehen? Ach, da in die Lücke. Ja, verhauen. Ach so. Doch nicht da in die Lücke. Okay, kleines Troll-Level hier, oder was? Yo, ich wollte gerade fragen, wie lang ist der? Kann ich da stehen? Ja. Scheiße. Muss ich da wieder stehen können? Boah. Das sind wieder diese kleinen hässlichen Sprünge. Die ich so liebe. Kann ich hier stehen? Ja. Dann gehe ich hier raus. Ich lasse den nochmal drehen. Aber es wird nicht besser mit denen da oben, ne? Ne, das wird nicht besser mit denen da oben. Wie mache ich das denn jetzt? Ne, da komme ich nicht rum.
komme da nicht rum. Wie soll das gehen? Das passt nicht vom Timing her. Jetzt müsste ich hoch. Aber das schaffe ich nicht. Da sterbe ich an dem Ding da oben. Ja. Hä? Wie soll das denn gehen? Das ist ja widerlich. Oh, das habe ich blöd gemacht. Ah, das ist ja dumm gebaut. Ah, ist das... Ich will nicht auf die Vierer warten. Das ist mir zu lange. Ah, so geht das. Okay, ich will mal was ausprobieren. Das wollte ich nicht ausprobieren. Wollte gucken, wie klug der gebaut hat. Problem ist, er wirkt eher wie jemand, der nachdenkt beim Bauen. Wait, man kann da hin. Warum kann man da hin? Mist. Aber man kann da hin. Wahrscheinlich für ein Leben, aber nur. Ah, ich schaff's nicht. Man kann da für ein Leben wahrscheinlich hin. Oh, ich will einen Doppelsprung machen. Mit dem Doppelsprung müsste es gehen. Wait. Okay, man kann dahin. Das war's dann halt auch. Schade. Nicht mein Leben versteckt. Na gut. Aber gut, wir kommen hier relativ einfach durch. Das ist ja schon mal gut zu wissen. So, habe ich die jetzt anders reingeladen als vorhin? Ja, jetzt sind die... sind die ganz anders, ne? Ne, überhaupt nicht. Aber man kommt da auch einfach durch. Es ist super eklig, aber man kommt tatsächlich durch. Okay. Oh boy! Ich hoffe, ich darf die mir aufsetzen. Aber ich schätze... Oh nein, ich verstehe. Ich muss, hab bestimmt halt irgendeine Phase, wo ich das so machen muss. Nein! Und die Phase ist bestimmt noch nicht vorbei. Ja. Shit. Okay. Okay, also hier komme ich tatsächlich durch, wenn der einmal rum ist. Und der andere auch. Hätte ich nicht gedacht. Aber knapp ist es. Ich weiß, ich müsste mich da nicht ducken. Ich duck mich halt einfach. Lasst mich. So, aber... Liebe diese Sprünge. Liebe diese Sprünge. Ah, geil. Oh.
No. Oh, no. Langsam ist meine Geduld dann wieder an dem Punkt, wo ich sage, ich möchte den Part beenden. Nur so fürs Protokoll. Ey. Oh, es ist so eine knappe Sache. Okay, zwei Versuche noch, dann reicht's mir. Das regt auf. Ich komme nicht mehr durch. Ich komme nicht mehr durch. I'm sorry. Ich komme nicht mehr durch. Weiß nicht, wie ich das vorhin gemacht habe. Ich habe keine Ahnung. Weißt du. Und dann geht's plötzlich. Das ist... Ich mach doch nichts anders. Mal geht's und mal geht's nicht. Das ist... Ich habe keine Kontrolle darüber. Das ist der größte Mist. Diese kleinen Sprünge sind der größte Mist in diesem Spiel. Es gibt's doch nicht. Wow, wir haben das mal wieder geschafft. Kann ich hier stehen? Ja, okay. So, ich darf den halt nicht verlieren bis da oben. Toll! Jetzt? Ich sehe das doch richtig, dass ich jetzt im Prinzip verschissen hallo! Habe. Geht ja nichts mehr. Nee. Nee. Wiedersehen. Danke fürs Zuschauen. Das könnt ihr gerne selber spielen, wenn ihr da Bock drauf habt. Ich hab da keinen Bock drauf. Und... Ach komm, wir gucken uns das noch kurz an. Please don't fall. Okay, dann fallen wir nicht. Bin bisher nicht gefallen, bist du jetzt stolz auf mich, lieber Ersteller? Ah, cool. Okay. Ich habe auch hier nicht vor zu fallen. Das hatte mit Fallen jetzt recht weh. Was? Liebe es, direkt vor dem Ziel zu sterben. Das ist mein allerliebstes Tun. Aber diesmal verliere ich den Pilz nicht sofort. Das ist der große Unterschied. Ach, jetzt kommt der Quatsch erst. Nein! Aber wie gesagt, diesmal verliere ich den Pilz nicht sofort. Und dann sollte ich den On-Off auch besser auslösen können. Wobei die Frage ist, nicht, dass ich dann...
Nicht, dass ich ihn dann zu bald auslöse und dann nicht ordentlich zurückkomme. Wisst ihr, was ich meine? Das wäre blöd. Das wäre richtig blöd. Weil ich muss ja bis zum Ziel noch runterfallen dann. Ah, das könnte schief gehen. Ich sehe das jetzt schon vor mir, dass das schief gehen wird. Exakt das meinte ich. Das will ich vielleicht lieber wirklich klein machen, oder? Weiß es nicht. Irgendwas sagt mir, ich will das klein machen. Aber ich kann mich auch täuschen. Wir probieren es mal klein. So, von dem aus geht's rüber. Nein! Wie kann man denn so blöd sein? So, nächster Anlauf. Yes! Puh! Aber erster bin ich nicht. Dafür habe ich zu lang gebraucht. Dafür habe ich leider zu lang gebraucht. Okay. Habe jetzt auch nicht so ein Level auszusetzen gehabt. Das war schon okay. Gut. Einmal aktualisieren wir noch. Sollte da nicht reingehen. Ich sollte da nicht reingehen. Mit diesem Levelnamen. Schloss der Wut. Okay. Hä, was willst du von mir? War doch richtig. Knallkopf. Ja, ja, ja. Voll irritierend, wenn die lachen, obwohl man alles richtig macht, ne? Gibt's überhaupt nichts zu lachen, du Nuss. Nee, 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 nee. Aha. Aha. Ja, da darfst du lachen. Reicht nicht. Kacke. Ich hab's versaut. Ah, Mann. Okay, also wirklich Stück für Stück. Halt die Klappe. Und wir sehen schon, es gibt eine gelbe Röhre, die führt in Stacheln. Das ist ja jetzt schon super nett. Oh, jetzt habe ich schon wieder den... Ich habe den komplett vergessen. Ich will einmal nach links springen. Rechts. Ich will einmal nach rechts springen. Ist da auch ein Block? Nein. Wait, warum ist da ein Fließband? Fahren dann da die Kanonen darüber? Müssten sie eigentlich, ne? Da müssten eigentlich die Kanonen da weiterfahren.
Da ist eine Tür. Okay, das ist aber auch wieder eine Tür, die in die Stacheln führt. Dann ist die Tür, die wir vielleicht gesehen haben, die Tür, die in die Stacheln führt. Könnte natürlich sein. Okay, dann nutzen wir jetzt mal das Wissen, dass es diesen Block hier gibt. Ah ja. Aber ich könnte mir fast vor... Ha. Ist das die Fake-Tür? Das ist die Tür. Dann ist das die Fake-Röhre. Ja. Alles war klar. Okay. Dann ist die Röhre durch. Dann haben wir die Röhre schon gefunden. Dann haben wir die Fake-Tür noch nicht gefunden. Das könnte dann die untere sein. Das könnte dann die untere sein. Na, die hier. Da drüben ist eine andere... Da drüben ist eine andere gelbe Röhre. Das ist die Fake-Tür auf jeden Fall. Ja, das war ganz klar. Das war ganz klar. Und diese Dinger fahren, wie gesagt, los, sobald ich den P-Switch drücke. Dann haut's die rüber in die Lava. Mich mit. Aber wir haben gerade diese andere gelbe Röhre gesehen. Die könnte unser Ziel sein. Diese andere gelbe Röhre ist unser Ziel. Wie kam ich da hin? So grob. Ich glaube, da muss ich erstmal über die Blöcke hier gehen. Sonst wird es nichts. Wir gehen mal über die Blöcke und wir lassen uns dann mal ungefähr da runterfallen. Weiter drüben. Direkt neben der anderen. Okay, direkt neben der anderen. Gut. Gut, 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 gut. Und dann denke ich mal, komme ich bei der gelben Röhre raus, die wir hier sehen, neben der grünen. Da, die da oben. Ich denke, da komme ich raus. Okay. So. Na. Dann kann ich ja eigentlich sogar durch die Tür einmal durchgehen. Und dann hier einfach runter. Und jetzt komme ich bei der gelben Röhre raus. Wait! Okay. Wo ist denn dann die gelbe Röhre, die nach rechts führt? Ja, so viel zu Rage auf jeden Fall. Da musst du schon ein bisschen mehr bauen, mein Freund, für Rage. Das ist noch kein Rage hier. So, das Problem ist, man muss über die Blöcke gehen, ne? Sonst... Oh! Oh! Oh, da ist mein Weltrekord. Da ist mein Weltrekord. Das war super Zufall. Ich bin gefallen. Bin auf dem drauf gelandet. An den habe ich überhaupt nicht gedacht, dass ich die mitnehmen könnte. Eieiei, okay. So, jetzt will ich nur einmal den P-Switch drücken, um zu zeigen, was da wirklich passiert. Und dann beenden wir den Part, den ich gerade eigentlich schon nach der Pyramide beenden wollte. Scheiße. Jetzt sind wir über eine Stunde wieder. Oh, wie soll ich das hochladen? Oh, nicht gut. Nicht gut. Gar nicht gut. Taucht dann da irgendwie eine Röhre auf oder so? Achso, das fährt jetzt und man sieht das gar nicht, dass es fährt. Und dann geht es plötzlich unter. Oder wie? Nee, ach so. Ach nee, es fährt nicht, weil es da hängen bleibt. Aber dann verstehe ich immer noch nicht, wo die gelbe Röhre ist, die darüber führt.
Muss ich da weiter hier rennen? Da kommt auch keine. Wo ist denn dann diese gelbe Röhre? Die hier unter der grünen... Ups. Die hier unter der grünen ist. Die verstehe ich nicht. Die da hier. Diese gelbe Röhre, wo ist die? Hier ist ja nichts anderes mehr. Ach so, und die bewegen sich jetzt auch nicht. Stimmt, die Dinger halten ja auch still. Und dann sterben die dadurch, dass die Blöcke wieder kommen. Ah, verstanden. Okay. Ja, keine Ahnung, wo die andere Röhre ist. Egal, wir haben es ja eh geschafft. Jetzt aber wirklich danke fürs Zuschauen. Ich weiß nicht, wann ich das hochladen soll. Und tschüss. Huch. Ja, ja, das ist ja... Ich bin ja auch am Ende über das Ziel gesprungen. Das ist natürlich klar, dass der Rekord brechbar war. Tschüss.